برو با مبنى برای زن لا يسمح بين محمد الأموية صغار الجنان في طريق العودة. Friede sei mit dir. Nur schon wieder. Was gibt es? Ich habe etwas, das sie will. Eine chinesische Haarnadel von der Auktion. Und ich habe auch meine Brosche dabei. Hier. Wohlan, du darfst eintreten. Hier entlang, Sayidi. Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. Das ist eine Ehre. In der Tat, Sayidi. Sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selten. Ich habe noch nie so viele Schätze an einem Ort gesehen. Das ist minderwertig. Ich frage mich, ob du wirklich der Kenner bist. Du bist tot! Ohne Spaß, den Weg zu suchen. Verstanden! Das tat weh! Gleich stopp! Bist du verrückt? Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. Es ist eine Ehre. In der Tat, Sayidi. Geh weg, sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selten. Ich habe noch nie so viele Schätze an einem Ort gesehen. Schaff mir den Teller aus den Augen. Geht fort mit dir. Vielleicht können die Hunde im Zug davon fressen. Ihre Ansprüche sind zu hoch. Da drin muss man aufpassen, dass man nicht gebissen wird. Bitte unterlasse es, abschätzig von der Schatzmeisterin zu sprechen. Du darfst eintreten. Ein neues Gesicht. Mein Name ist Basim. Neu in Bagdad, aber nicht neu im Geschäft. Ich handle vor allem mit alten Sammlerstücken. Dann hast du ein gutes Auge für Details. Was bringst du mir, Basim? Du weißt, was ich bringe. Ein Mann, der keine Spielchen spielt. Na los, zeig sie mir. Exquisit. Hast du jemals so etwas gesehen? So zerbrechlich, so makellos. Nein, aber es überrascht mich, dass du so begeistert bist. Ich habe eine Schwäche dafür. Als ich noch ein Kind war, banden meine Schwestern und ich uns die Haare mit Stöcken, mit Steinen als Schmuck. Ich tat so, als wären sie seltene Edelsteine. Wir hatten nichts, doch wir fühlten uns reich. Es gibt viele Gründe, warum Leute mich aufsuchen. Ratschläge, eine Kostprobe der Macht und vor allem, um meine Gunst zu erlangen. Warum bist du hier, Basim? Nun, ich bin auch Sammler und habe viel von dir gehört. Von deiner Ausgefallenheit, deinem Geschmack. Ich will lernen. Hast du auch gehört, ich hätte Glück? Ich verabscheue das Wort. Als ich nach Bagdad kam, war ich eine von vielen, die etwas aus sich machen wollten. Mittlerweile frisst mir sogar der Osten aus der Hand. Ich krallte mich an jeden Vorsprung, wo andere aufgaben, um ihre Nägel zu schonen. Aber mir machten ein paar Kratzer und etwas Blut nichts aus. Gewiss gab es Unterstützung. Leute, auf die du trafst, die dir halfen, bis hierhin zu kommen. Egal, was andere sagen. Man hat niemanden als sich selbst. Nur sich selbst. Ah!
alles gedeiht, wenn in der Familie Harmonie herrscht. Familie? Das Wort hat keine Bedeutung. Die Vorstellung davon noch weniger. Nur man selbst hört das leise Flüstern der eigenen Seele und nimmt sich völlig an. Niemand lebt allein. Aber wir sterben allein. Am Ende sind wir schlicht, absolut und wahrhaft allein. Jin! Ich sollte zurück ins Bruderschaft. Die Schatzmeisterin! Sie ist tot! Töten! Hilfe! Die Schatzmeisterin wurde ermordet! Ich verbrenne dir! Ich zeig's dir! Lächerlich!